Feel good. Yes. Dann schauen wir mal. Es läuft alles. Ja, genau, der Profi. Bild. Ist da. Ist da, Ton ist da. Oh. Kameras am Aufnehmen. Oh, ja. Willst du klatschen? Das machen wir wirklich. Ja, nein, ja klar. Okay. Ja, sicher. Ich kann das im Fall sehr gut. Okay. Ist gut. Mhm. Sehen wir alle. Du siehst da, die. Ja, wir sind auf der rechten. Ja. Kannst du auch da? Ja, ja, okay. Das müssen alle sehen. 21, 22, Achtung, erste Klappe gilt. Sensationell! Feel Good Podcast mit dem Nick Hartmann. Welcome! Thank you! Irre! Ich muss im Fall aufpassen, immer mit dir. Du weißt. Du kennst sofort ins Baseldeutsche. Ja, ich höre gerade Hummler und Pfeifer irgendwo im Hintergrund. Aber wie? Ich höre sie auch. Sie kommen. Hey, ich glaube, wenn der rausgekommen ist, bin ich glaube gerade, also wenn der rauskommt, bin ich gerade im Delirium noch vor bist der Fasnacht. Bist du vor oder nach? Ich glaube gerade nach der Fasnacht raus. Ich bin noch nie an der Basler Fasnacht. Shame nicht. On me. Ohne Scheiß. Ja. Das gibt's ja nicht. Doch. Wieso? Bist du schon mal eingeladen worden? Es hat noch nie jemand eingeladen. Ohne Scheiß? Nein, nein, es hat sich einfach wirklich nicht ergeben. Ja, weißt du, alleine gehen ist ja doch ein bisschen schwierig. Ja. Yeah. Und ich bin mal am Kienbäsen gesehen, in Liestel. Ja. Yeah. Das war sehr eindrücklich gewesen, aber wirklich am Morgenstreich vorwärts Marsch, bin ich wirklich noch nie gesehen. Da. Weil du würdest gar nicht auffallen, wenn du Larven anhättest und würdest Baseldeutsch schwätzen, dann würde jetzt niemand irgendetwas das verraten. Müsste ich aber wählen, ja. Wirklich mit einer Glicke, mit einem Scheissdreckzögli. Genau. Ja. So wie ich. Ich bin ein Scheissdreckzögli. Ja, die Fotzenschlecker. Jetzt kommen sie. Nee? Samba Zockeli. Ja. Und du bist Blase Ringdesperados. Du bist in einer Glicke. Mhm. In einer wilden Glicke, muss man dazu sagen. Also gehört nicht zum Komitee oder irgendetwas und ich kann auch nichts, also ich bin nur Vortrab. Also weder... Ja, no. Sondern einfach kostümiert, weißt, ich find, vorwärts. Ich habe eben bei so Sachen wie Respekt, weil ich gehöre ja gleich nicht so dazu und dann bist du so ein bisschen Zuschauer. Ja. Ich habe das an der Luzerner Fasnacht auch schon erlebt gehabt. Ja. Bin ich auch nur Zuschauer und bin Gast gsi von jemandem. Und dann läufst du ein bisschen mit und alle kennen sich schon seit Jahrzehnten und sind auch schon gleich lang besoffen. Und du kommst so in die Gruppe rein. Das habe ich an der Luzerner Fasnacht. Weil ich bin gerade vor dem Lockdown, die hat es ja noch gegeben, die Basler Fasnacht hat es nicht gegeben, im 2020. Und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, vor, ich bin jetzt hier sehr... sehr fest Passagier. Ja, genau. Und ich glaube, mit der Basler Fasnacht ist es sicher toll, mal von oben über den Morgenstreich zu sehen. Mhm. Das habe ich auch jahrelang gemacht, aber man kann es wie nicht verstehen, wenn man es nicht aktiv macht. Mhm. Aber du wärst herzlich eingeladen bei uns. Aber man steht, je älter das man wird, umso mehr steht man zu solchen Sachen. Ja. Yeah. Also so die Traditionen und das finde ich schon noch bemerkenswert auch. Oder es hat mit dem Zeitgeist zu tun, dass man so Sachen wieder pflegt. Wo ich eher jünger gewesen bin, ist die Fasnacht, nein. Mhm. Ja. Das war bei mir genau das Gleiche gewesen. Und dann bin ich zum ersten Mal, keine Ahnung, was bin ich da gewesen, 17 oder 18 und bin in Zermatt, wo Fasnacht ist und hat beim Vater im Restaurant geschafft und danach habe ich frei gekriegt. Und dann bin ich auf Basel, an der Fasnacht. Und das hätte ich mir zwei Jahre vorher nicht vorstellen können. Aber einfach irgendwie, wenn du es nicht kannst haben, dann zieht es dich auf einmal an. Und früher habe ich unbedingt weggewählt während der Fasnacht. Das darf man fast nicht sagen als Basler. Aber es ist so gesehen. Ja. Und jetzt kann ich mir nichts Schönes vorstellen. Ja. Aber du würdest reinpassen. Vielleicht. Ja. Ja, einfach eben als Zaungast, das einmal erleben, kann ich sagen, so das, wie ein Event. Ja. Du müsstest ja wie...
wahrscheinlich auch mehrere Tage so ein bisschen mitgehen. Ja, einfach also nur am Morgenstreich umgehen. Nein, zum Beispiel den ganzen Montag könntest du machen. Ja. Ja. Du machst den Morgenstreich mit und dann hat irgendwann am 8., 9. oder so lange du magst, gehst du mal ein bisschen schlöfeln. Und dann also, tust du am späteren Nachmittag wieder einstehen. Ich habe ja nicht so gerne Mehlsuppe. Zwiebelweihen? Ja, das habe ich sehr gerne. Ja, also, ja. Dann kommst du durch. Und etwas vom Schönsten, wirklich. Also ich mache jetzt Zug schon fast Nacht. Ja. Yeah. Und ich bin dort auch in einer Zunft. Ja. Yeah. Und etwas vom Schönsten finde ich am Morgen ein Glas Weissen. Man kommt sich ein bisschen schäbig vor manchmal. Aber es hält schon anders rein. Ja. Ja, so, du, das war ja nichts. Ja, das ist etwas, was man viel zu selten macht. Hast du denn auch so einen Zinnbecherli? Nein, das habe ich nicht. Ah, okay. Nein, das haben wir nicht. Nein, ein schönes Glas. Ja. Meistens irgendein Chardonnay. Also. Weil Kollege Sascha Wanner ist mal an Basler Fasnacht und kann auch sehr gut Baseldeutsch imitieren, dass niemand gemerkt hat, dass er nicht so wirklich? Ist. Ja. Also, da können... Gut, die, wenn man die sieht, weiß man sehr wahrscheinlich... Wahrscheinlich, es ist schon ein Wackis, als Wackis. Zum Beispiel? Ja. Ja. Ich könnte auch Piccolo spielen. Das könnte ich. Wirklich? Ja. Was machst du denn in Zug an der Fasnacht? Ja, weißt, wir sind eine Handwerkszunft. Wir sind Schreinerzunft, also Schreiner, Drechsler und Käufer von der Stadt Zug. Mhm. Und das ist eigentlich unabhängig von der Fasnacht, aber unser grosser Brauch, den wir seit 300 Jahren pflegen, ist ein Brauch, der am Güdismäntig stattfindet. Und das ist der Brauch von der Grete Schell. Und Grete Schell war eine Lehrerin in der Stadt Zug, eben irgendwie vor 300 Jahren, sagt man. Und die hatte einen trinkfreudigen Mann gehabt. Und der Mann ist nie heimgekommen. Und dann ist sie dann einmal selber mit der Hutte, weißt du, was eine Hutte ist? So ein Korb für auf den Rücken. Ja. Ich weiß nicht, wie du den. Ich sage dem Hutte. In dem Fall. Ein Räf gibt es auch noch, wo man das Käse drauf. Und die ist dann ihrem Mann ins Restaurant mit der Hutte heimholen. Und das ist ein Brauch. Und so treiben wir jetzt so mit maskierten Löhlis, heissen die, also in bunt gemusterten Gewändli mit einer aus Holz geschnitzten Maske, so Schulkind durch die Altstadt durch und geben Süßigkeiten. Ja. Der findet jetzt am, Entschuldigung, der Podcast kommt ja später, das ist wie Aufzeichnung von Wetten, dass. Hat das Jahr am 28. Februar stattgefunden. Ja. Güdismäntig. Und da bist du seit? 10 Jahre, ich habe das 10-Jährige, das Jahr. Da wirst du nicht gefragt, ob du mitmachen willst, sondern du wirst ungefragt gewählt. Und dann kannst du sagen, wollte ich mich wieder mal zeigen in der Stadt Zug und wollte ich mir es mit allen versichern? Sage ich ja oder sage ich nein? Sehr schön. Ja, hast du lange überlegen? Nein. So Zeug finde ich super faszinierend. Ja. Und die Zunft gibt es seit über 700 Jahren. Was? Ja. Das ist eben schon noch speziell. Das ist krass. Weißt du, wenn du dann so ein Dokument hast und Zugang zu einer Geschichte, die ununterbrochen immer stattgefunden hat, in den Weltkriegen, Weltkriegen überlebt hat, Revolutionen überlebt hat, alles zusammen. Und das ist eine Bruderschaft, sagt man dem. Es sind halt nur Männer. Yeah. Es ist nicht so Vogue. Ja, ich kann nur sagen, es ist nicht mehr so 2022. Nicht so Vogue. Nein, es ist nicht mehr so 2022. Aber wenn sich die Hälfte mal anlässt, weiß ich nicht, vielleicht einmal das Geschlecht wechseln, dann mit dem würde ja dann die Mitgliedschaft nicht verloren gehen. Das hat es bis jetzt noch keiner gemacht, aber who knows? Ja, ist alles möglich mittlerweile. Mittlerweile alles möglich. So, wie sind wir jetzt auf das gekommen eigentlich? Wegen dem Baseldeutsch? Wegen der Fasnacht? Ja, wie hast du so gut Baseldeutsch gelernt? Ich habe grundsätzlich mal eine Faszination für Dialekt. Ja. Und ich habe effektiv, mein Vater ist ein Baselbieter von Ingenführen. Also Heimatort ist bei mir Zeven, Baselbiet. Sicher nicht. Ja. Zeven. Ja, Zeven, Fünf-Liebertal, Bubendorf, Frankendorf, so alles dort hinten. Gell? Und mein Vater ist aber in Zeven aufgewachsen, Kanton Solothurn, Schwarzbubenland. Und wir hatten natürlich Verwandtschaft gehabt in dieser Region. Ich bin eine frühkindliche Prägung mit dem Dialekt. Und lustigerweise, meine Mutter, die zwar nicht Baslerin ist, sondern Bernerin, hat auch ein Zweig von ihren Cousins sind in Basel in der Stadt daheim gesehen. Jawohl. Ja. Ja, der Rudi von Basel. Und das ist schon immer der Rudi von Basel gesehen. Ja, jo.
Ja, ja. Und so sind wir auch etwa mal Tante Elisabeth und der Onkel Rudi besuchen in Basel. Und das ist einfach so. Wir haben auch, meine Großmutter hat auch immer so die Dialekte nachgemacht. Sensationell. Ja. Und langes Training, lange Übung. Ich habe so mittlerweile die Erkenntnis, dass wenn du ein bisschen melodiös veranlagt bist, musikalisch, auch gerne singst, kannst du auch Dialekt nachmachen. Weil es ist eine Sprachmelodie, die du imitierst. Yeah. Und irgendwann verinnerlichst du das auch. Aber ich meine, du bist ja, wie lange bist du jetzt Zermatt? Hast du geschafft? Ja, nicht lang, mein Gott. Also, ich bin einfach immer wieder in Zermatt gesehen. Aber bei mir ist es ja so. Ich habe irgendwann habe ich mal gesagt, ich wollte gerne so, ich wollte ja jetzt Zermatt können, etwas bestellen oder durchs Dorf durchlaufen. Und dann sagt er, sag, bist du eins von da oder was? Dann sage ich ihm, nein, ich bin kein Zermatt, ich bin ein Gummi. Ich singe etwas mehr als du. Und da ist mir so ein Sport. Ich kann sonst nichts. Ich habe ja nichts gelernt. Ja, aber allein das schon. Also weißt, ich kenne viel in deinem Gebiet, wo ja auch ab und zu mal beruflich bedingt den Dialekt nachmachen. Ich finde es aber bei dir schon sehr on point, muss ich sagen. Und in Zermatt, also eigentlich hast du jetzt schon zu viel geschwätzt für Menschen in Zermatt. Weil dort ist ja eher so, hallo, gut. Selber. Das ist eigentlich so eine normale Unterhaltung. Genau. Und in einer Bar vielleicht noch. Ein Tournee. Was ist ein Tournee? Ein Tournee, das ist etwas ganz Faszinierendes. Das ist wirklich einfach, das ist Dorfleben. Da hockst du an einer Bar und dann kommt jemand hin und sagt, hallo, ein Tournee. Das ist eine Runde. Ja. Und, ach, dann kriegst du einfach, ohne Scheiß, genau das, was du schon vor dir hast, kriegst du einfach nochmal. Und dann kommt einfach einer rein und sagt, ein Tournee. Ja. Nein. Doch. Außer das gibt es auch ab und zu, wenn sie vielleicht ein bisschen, irgendwie zwei haben, gerade ein bisschen Streit oder so. Dann kann auch mal angezeigt werden, bis wo das Tournee geht. Ah, wie geil ist das? Das Tournee. Nein, Leute, der Biener verkauft gar nichts. Bis zum Biener und dann gar nichts mehr. Geil. Aber das wird nicht gesagt, das musst du nur zeigen. Geil. Ja. Du musst das mal im Kaufleuten vorstellen. Kommst rein. Hey, zusammen, Tournee. ich bin mal vor 6 oder 7 Gin Tonic gesessen. Wegen Tournee. Yes. Aber Bündner kannst du auch noch, und also du kannst viel Dialekt. Ja gut, weißt du, ja, es geht schon. Es wird ja dann immer mit den Einheimischen wirklich schwierig. Da fängt dann der Streit an, ja, aber das klingt nicht wirklich richtig. So. Oder die ganzen Ostschweizer, Schaffhauser, Thurgauer, St. Galler unterscheiden. Das ist einfach Ostschweiz und ein bisschen spitz und dann da hinein. Aber, so. Aber und Bündner, ja, geht auch. Schwierig sind Zentralschweizer Kantone. Finde ich auch. Nidwalden, Obwalden, Uri, alles das. Ja, oder die Schweizer, wo es eben einen dort sich habe. Eien. Die hängen immer so ein Eien hinterher. Ja. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt den Dialekt erkannt habe. Also ich meine, du bist ja ein sehr, sehr landesreisender Mensch gesehen und wahrscheinlich immer noch ein bisschen. Mhm. Allein Luzerner werden zum Beispiel von Basler oft als Zürcher wahrgenommen. Und dann sind so einzelne Wörter, wo man dann auf einmal merkt, ah nein, doch nicht. Oder Aargau. Aargau-Luzern ist sehr schwierig. Ja. Gewisse Bereiche Aargau, weil es halt auch sehr nah ist. Ja. Ja. Aber das Solothurner zum Beispiel, das ist relativ einfach. Ja. Ja, das ist auch ein bisschen Berndeutsch, aber nicht ganz. Ja. Ein bisschen schneller, ein bisschen höher. Ja, also, ja, ich habe das Gefühl. So, das ist Solothurner. Und Biel? Ah ja, ja. Biel ist sehr spitz. Ein spitzes Berndeutsch. Ja. Ja. Und dann gibt es aber so das breite Berndeutsch, wo der Fötz zum Beispiel, weißt du, der 1, 2, 3, wo der Richtung Berner Oberland geht. Yeah. Aber ich bin natürlich Berndeutsch aufgewachsen. Also, wirklich? Ich glaube, der Ursprung ist schon das, dass ich bin mit Mutti und Vati im 79 vom Kanton Bern weggezogen. Und bis dahin, da bin ich 7, habe ich nur Berndeutsch geredet. Und ich rede noch heute mit Mutti und Vati und mit meinen Brüdern Berndeutsch. Yeah. Und obwohl wir seit über 40 Jahren im Kanton Zug leben, dann wechsle ich. Und es hat, glaube ich, schon den Ursprung,
die, vielleicht auch noch die Freude am, am Dialekt switchen oder dem Zweisprachigen, ist gewesen, dass ich auf dem Pausenplatz bzw. auf dem Spielplatz damals, wo wir gezügelt sind und neu in den Kanton Zug gekommen sind, dass die mich ausgelacht haben. Oder? Das ist noch nicht so offen gewesen damals, wenn jemand kam mit einem anderen Dialekt. Und ich habe dort Berndeutsch geredet. Und er hat gesagt, ich komme überhaupt nicht raus. Was redet der Bub? Dann habe ich mich sehr schnell dann angepasst und angefangen, das reden, was ich heute rede. Und das ist so ein bisschen Zuckerdialekt. Ja, das finde ich noch krass, weil bei mir ist es eigentlich schon nur, ich bin mal ein Jahr im Elsass gesehen oder so, das Anpassen, ich merke das manchmal, wie so ein bisschen passiert, weil ich irgendjemand bin und ich will irgendwie nicht auffallen. Aha. Dann sage ich so zwei Wörter vielleicht in diesem Dialekt oder ich rede eher wenig. Aber eigentlich rede ich sehr gerne. Das ist der Schauspieler, oder? Baseldeutsch. Also irgendwie, ja, es kommt sicher irgendwie auf die Namen von dort. Ja. Und ich finde zum Beispiel auch auf Dialekt SMS schreiben. Wenn ich mit jemandem schreibe, der nicht mein Dialekt hat, dann tue ich vielleicht nicht ganz so breit Baseldeutsch schreiben. Nee, wo ist das? Wo anstatt R kannst du CH 3 tun? Nein, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Also ein CH nicht mehr an, wo es nicht. Aber so Luzerner, ich komme etwa mal so Luzerner SMS über WhatsApp. Dann lese ich an meinen Loop vor. Echt. Anstatt ich. Schreibst du Mundart? Teils, ja. Ich bin falsch. Konsequent Hochdeutsch. Konsequent? Ja. Alles klein? Nein. Mit Kommaregeln. Mit Kommaregeln? Ja. Gross, klein, alles. Richtig oldschool. Ja. Ja. Emojis? Ja, viel. Wirklich? Aubergine. Hast du ja fragen. Nein. Emojis ja, aber natürlich einfach die fünf, die zuvorderst sind. Und GIFs. Ich finde GIFs, finde ich lässig. Wirklich? So Sachen. Mache ich viel. Ja, vor allem mit der Zeit hast du dann so ein bisschen deine Favorites, oder? Wo kommunizierst du am meisten? Ja, eigentlich schon WhatsApp. Aber meine Freundin und ich zum Beispiel nur auf Facebook Messenger. Ja, das hat so ironisch angefangen und dann haben wir es auf durchgezogen. Ironisch im Sinne von noch wach? Nein, auf die so, es ist Lust. Es ist so eine dumme Messenger. Irgendwie. Braucht den nie. Eben, niemand braucht den. Aber es ist irgendwie auch schön, weil durch das weiss ich so, wenn das Messenger... Also es kommt etwa mal etwas auf dem Messenger, so eine Frage. Mein Vater feiert nächste Woche den 70. Könntest Bist du noch da? Könntest du ihm eine Botschaft? Ja, drum. Aber du, so SMS? Nein, also SMS fast nicht mehr. Ja. Also wer ein SMS schreibt bei mir... Da finde ich immer, wow, der hat Geld. Der kann es sich leisten. Nein, so, oder früher war doch das ein bisschen so gewesen. Yeah. Jetzt habe ich gehört, dass ja die MMS abgeschafft werden. Ja, yeah, weil ja alles jetzt so iMessage und was weiß ich ist. Ja. Mittlerweile finde ich es schwierig, die kein WhatsApp mehr haben, und vertreibe ich immer die Augen wie so eine Gruppe. So, oh, jetzt muss ich den, oh, jetzt kann ich den in die Gruppe nehmen, weil er jetzt nur noch auf Signal ist. Und Signal bin ich sehr selten. Einfach wirklich, dort gehe ich her, für die zu erreichen, die kein WhatsApp mehr haben. Siehst du, in meinem Umfeld gibt es, ich kenne niemanden, der nicht WhatsApp hat. Mal, ich habe so viele, ich habe so Protestler. Ja. Yeah. Doch. Gut, mehr in der Schweiz, gell? Ja, eben all meine Treichler-Freunde zum Beispiel. Die habe ich natürlich auf Telegram. Die sind nur auf Telegram. Ich bin wegen diesen Sachen, habe ich Telegram gelöst. Oder ich bin eh sehr interessiert für all die Dienste, überall. Das Telegram ist wild. Da schäme ich mich ein bisschen. Ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen über Telegram. Also das ist ja auch eine crazy Bude. Es sind irgendwie nur 30 Mitarbeiter. Ah ja? Und die sind mittlerweile, das ist ja... Ist das russisch? Ja, das ist ja Weltherrschung langsam. Und sogar die Mitarbeiter haben keine Ahnung, also die haben keine Insights. Es ist nur der Chef. Ah, wirklich? Ja. Das ist recht crazy. Also, ist ein bisschen gefährlich. Irgendwie so, weißt du, im Kopf bist du ein bisschen beunruhigt ab so Sachen. Ja, auch jetzt in der aktuellen Situation mit diesen kriegerischen Auseinandersetzungen. Ja.
Und jetzt kommt der Trump mit dem eigenen Netzwerk. All, die Geld haben. Das sind, yeah, yeah. Das sind ja all die Bösen aus dem James Bond. Genau, die gibt es jetzt die wirklich. Die gibt es jetzt wirklich. Gell? Und sie können langsam alles das machen, was sie auch im James Bond gemacht haben. Ja, ja, also ja. Das sind sehr nette Menschen im James Bond, eigentlich. Also. Ja, aber ich meine, eben zum Beispiel Telegram ist ja auch hauptverantwortlich für die, wie haben sie es genannt? Also der Sturm aufs Kapitol, oder? Ja, genau. Das ist ja eigentlich absolut Telegram infiltriert ja. passiert. Mhm. Was ja auch ironisch ist für einen russischen Dienst, dass die Amerikaner dank ja, das dem das... Das zeigt ja, es ist ja völlig egal am Schluss. Ja, und genau, weißt du, jetzt habe ich so eine kühne Idee. Die Landesgrenzen sind ja total egal, sondern die verbinden sich ja mit dem Idealismus, die yeah. Gruppierungen. Über die Landesgrenzen hinweg. Du findest ja jetzt dank diesen sozialen Medien Freunde auf der ganzen Welt für die Scheissdreck. Genau. Und früher hast du dich noch müssen, hat es irgendwo Regulatorien gegeben, dass das in deinem Land irgendwo geklärt worden ist. Mhm. Oder da sind es Gangsternetzwerke gewesen, wie Mafia oder yeah. was auch immer. Es gibt aber, trotz allem gibt es ja Gruppierungen, die sich immer schon näher gewesen sind, obwohl es Landesgrenzen dazwischen gegeben hat. Wo, weißt du, wie Südtirol, Tirol, yeah. das Bündnerland, das hat es immer schon gegeben. Aber aus idealistischer, aus guten Gründen. Und mhm. jetzt wird das Ganze plötzlich infiltriert durch die sozialen Medien und es wird böse. Yeah. Und das haben wir nicht mehr im Griff. Nein, das kannst du nicht kontrollieren. Macht dir das manchmal Angst? Ja, was heisst Angst? Also ich finde es oft faszinierend. Also irgendwie, was habe ich mal gelesen? Damals sind es, glaube ich, 9 IS-Soldaten, die in der Schweiz, weiss nicht, dort, wo ich nicht mehr gelebt habe, aber mhm. in der Schweiz rekrutiert worden sind, mhm. über Facebook. Ja. Und das ist aber genau das, was du sagst. Weil, also, so etwas war früher noch nicht denkbar gewesen. Ja. Du siehst irgendwie völlig fern von dir, geografisch gesehen und somit irgendwie auch mental, gibt es irgendeine Terrororganisation. Und du kamst nicht mal auf die Idee zu sagen, ich gehe mal zu denen, ich reise mal dort an, ja. sag mal Hallo, ich will dabei sein. Nein, ja, wir sind überfordert mit all dem. Ja. Yeah. Wir sind, früher hast du auch, du hast immer irgendwo ein Schwieriger gehabt, im Schulhaus schon, oder? Ein schwieriger Bub. Aber das hätte man können handeln. Ja. Yeah. Und heute werden die Schwierigen auf dem Schulhausplatz werden, Staatschefs. Und die Psyche von denen kannst du nicht, keine Chance. Ja. Yeah. Und die Schwierigen früher, die sind irgendwann SRF-Moderator. Ja, genau. Nein, ich also, ich bin, yes, Gott, ich so etwas anpasst. Wirklich? Bist du kein schwieriger Schüler gewesen? Nein. Ja? Nein. Nein, noch heute nicht. Nein. Ich bin immer sehr auf Harmonie und Deeskalation aus gewesen und bis immer noch. Mhm. In jeglicher Hinsicht. Ich bin ein schlechter Streiter. Ich bin, glaube ich... Also was heisst ein schlechter Streiter? Ich gehe am Streit auseinander, aus yeah. dem Weg. Ich yeah. komme, fange an zu zittern relativ schnell. So, ich kann es nicht gern, wenn yeah. gestritten wird. Fahre ich lieber an zu heulen. Und ich gehe diesen Sachen aus dem Weg, tatsächlich. Und ich würde auch sagen, ich mache lieber selber etwas oder verzichte bei mir auf ich setze mich selber dann ein und mache die Arbeit, als dass ich jetzt irgendjemandem etwas zusätzlich noch würde abdelegieren. Ja. Yeah. So. Bin aber besser geworden. Eben, der Impuls kenne ich ein bisschen von mir, aber das ist ja dann zum Teil auch sehr, sehr anstrengend und stressig für einen selber. Ja, vielleicht hat es damit zu tun, dass du auch einfach deine eigene Firma bist. Du bist das Produkt. Ja, aber... Bist du am nächsten, oder? Genau, aber auch schon früher noch irgendwie... es ist immer entweder gesehen, voll auf Konfrontation oder völlig entziehen. So. Es hat wieso nicht dazwischen. Ja, ja, ja. ja. Und mit der Zeit ist dann eben, fängt man an, sich selber irgendwie auch anzupassen und zu merken, da bringt es jetzt nicht auf Konfrontation zu gehen und da kann man jetzt vielleicht einfach mal wirklich drüber schwätzen und da lässt man es ganz bleiben. Weißt du, was ich gesagt habe? Ich war immer ein Schwieriger. Nein, es geht so. Ich finde, jetzt ist mir gerade der Stress in Sinn gekommen. Yeah. Der Stress ist für mich so ein Vorbild in dem Bereich. So das
absolut kompromisslose sich verkaufen, das durchziehen. Mhm. Egal, ob du jetzt mich geil findest oder nicht. Mhm. Das habe ich nie gehabt. Ich habe immer noch sehr viele in mir drin, die gefallen. Ah, das kenne ich. Ja, ja, natürlich. Und ich bin mittlerweile am Punkt mit, ja, mittlerweile fast 50, gell? Wo ich sage, hey, fuck it, es ist total gleich. Yeah. Ich bin gerne ein lieber Mensch. Fertig. Yeah. Und ich kann nicht das Arschloch sein. Auch wenn ich mir noch so fest Mühe gebe, ich werde das nicht mehr. Ausser daheim. Nein, ich kann es gar nicht. Du bist auch so. Ja, aber trotzdem lehre ich auch mal zu sagen, wenn mir etwas nicht passt. Ah ja, 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 das dürfen wir schon auch. Ja, klar. Aber du musst argumentativ parat sein. Sonst werde ich wieder nervös und bekomme schweissige Hände. Genau. Und auch mal Nein zu sagen. Da bin ich auch noch sehr am Arbeiten. Also mit dem meine ich jetzt berufliche Anfragen. Das ist irgendwie noch easy. Aber so grundsätzlich gibt es Momente, wo man einfach irgendwie so, hey, nein, lieber nicht. Ich habe mal eine Anfrage für einen Podcast. Scheiße. Ich bin näher dran gewesen, aber ich habe es nicht geschafft. Aber ich fühle mich gut. Immerhin. Sehr gut. Yeah. Ja, aber eben, also man darf schon ab und zu mal sagen, wenn einem etwas nicht passt. Ja, selbstverständlich. Sonst wäre ich, glaube ich, hätte ich es nicht geschafft bis jetzt. Ja. Yeah. Wäre ich, glaube ich, selber untergegangen. Nein, das schon. Es ist ein bisschen übertrieben. Aber ich glaube, ich glaube an das Gute und an... Ich finde es auch eine moderne Art und Weise, wie man miteinander umgeht, ob im Privaten oder auch im Beruflichen. Mhm. Früher hast du immer das Berufliche getrennt, der Umgang, wie man miteinander geschäftlich umgeht, wie wenn man miteinander privat umgeht. Yeah. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, du hast ja nachher eben auch die ganze digitale Welt jetzt. Yeah. Wo du nochmal einen anderen Umgang hast miteinander. Und das versuche ich irgendwo so... dass man von mir weiss, wenn er so in dieser Welt so mit einem umgeht, geht er auch in der anderen Welt mit einem so um. Und ich glaube, das finde ich das Wichtigste, dass du dich selber nicht verleugnest. Und ich mache mit dem gute Erfahrungen. Das glaube ich. Ich bin der Herzieher. Nein, weil ich glaube, eben die Trennung von Berufsperson und Privatperson, also die ist einerseits nicht mehr so einfach möglich. Aufgrund von, wie sich unsere Welt entwickelt hat, mit Medien, mit der Art von Kommunikation auch. Ich meine, wie oft hörst du von jemandem, der in den Ferien ist, aber der Laptop trotzdem noch dabei hat und irgendwie erreichbar ist. Und so. Also allein dort vermischt sich ja schon Berufs- und Privatwelt. Mhm. Findest du das gut? Nein, natürlich nicht. Wie findest du es? Ich habe am Anfang, ich mache das jetzt seit 2 Jahren, den neuen Job, habe ich ja jetzt auch einen Laptop. Also einer, der das Geschäft mir zahlt. Das hatte ich nie gehabt vorher. Nein, jetzt beim SRF. Weißt du, wenn es das gekommen ist? Das ist gerade gekommen, bevor du gegangen bist. Gerade dort haben sie Laptops rausgerollt. Ah, wirklich? Ja, und aber ich habe Glück gehabt, dass der Lockdown erst danach gekommen ist. Aber ich glaube, ich hätte auch dort keinen wollen, weil ich hätte gar nie einen gebraucht. Ich habe keinen wollen und habe trotzdem einen gekriegt und ich habe dort irgendwie 10% geschafft. Ach so. Ja. Sie haben gesagt, du kriegst jetzt einen. Depp verschwindet ja, unsere natürlich. Gebühren. Also, was ja nicht stimmt. Und ich habe den Laptop tatsächlich auch in den Ferien mit dabei, habe aber die Abwesenheitsmeldung drin. Ja. Yeah. Schauen, dass ich vorher alles so parat habe, dass nichts Gröbers in dieser Ferien müsste, könnte passieren. Und habe aber die Erfahrung gemacht, dass wenn ich gleich am Abend mal reinschaue, etwa mal etwas schaffe oder auch mal einen Call mache, dass wenn ich von der Ferien heimkomme, dass es viel angenehmer ist. Mhm. Weil es wird ja dann... Entweder Delegiersachen. Ja. Yeah. Und das, was liegen geblieben ist, das musst du halt dann wieder aufschaffen. Mhm. Es gibt aber auch durchaus Sachen, auch da kann man ein bisschen entspannter und gelassener sein. Einfach Sachen, die sich von allein lösen, ob jetzt du geantwortet hast oder nicht. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, er erledigt 60% von seiner Arbeit, indem er bei Auftrag einen Rückfrage stellt. Gut. Und zwar kommt irgendein dumme Task rein. Ja. Und dann sagt er, kann ich gerne machen, bevor ich es mache, muss ich aber noch wissen, da. Und dann sagt er, die meisten Sachen... Dann hat es erledigt. Erledigt sich von allein. Ich muss mich achten, das würde ich jetzt in meiner Position, macht sich das nicht so gut. Aber nein, aber... Ich muss mal schauen, ob meine Mitarbeiter so arbeiten. Das ist ein guter Hinweis. Immer so rückfragen. Also, weißt du, aber bevor ich das machen kann, nur noch schnell, ist das und das oder so und so. Dann musst du immer gerade so zurück. Ja. Gerade antworten. Ja.
Nein, aber was ich ja will sagen, mit eben so Kommunikationsweg und die Privatperson und Berufsperson, dass sich das immer wie mehr vermischt, das ist fast nicht mehr anders denkbar. Weil man ist so konstant erreichbar und irgendwie, ich glaube, wie du sagst, im Privaten, wenn du jetzt zum Beispiel erzieherisch, du als Autoritätsperson, bist du noch eine Autoritätsperson oder bist mehr der Kollege, der sagt, ich versuche sachlich, ja nein, also erstens arbeite ich mit erwachsenen Menschen zusammen. Yeah. Das ist mal Grundhaltung. Dann, wenn ich verantwortlich bin, ich sage nicht gerne Chef, aber wenn ich verantwortlich bin für Menschen, dann ist das eine Verantwortung. Also ich schaue, dass sie möglichst gut arbeiten können. Mhm. Und versuche das so eitelkeitsbefreit für mich zu machen, wie nur möglich. Eine Plattform bieten, das sind alles die hehren Ziele, die man in diesen Büchern kann lesen kann. Und es ist in der Praxis nachher schwieriger, weil es wollen auch nicht alle, dass man den Rücken frei hält, dass sie arbeiten können, weil manchmal wollen sie auch gar nicht arbeiten. Und sie wollen Befehl. Das gibt es ja auch. Mhm. Also jetzt musst du das und das machen. Autorität finde ich nicht ein gutes Wort. Vielleicht Respekt, dass ich, aber nicht unbedingt fachlich, weil da gibt es Leute bei mir, die das länger machen als ich. Also hinter der Kamera Sachen produzieren zum Beispiel. Da bin ich angewiesen auf das Fachwissen von denen. Aber ich verstehe mich natürlich als Konstrukteur von diesen Teams. Yeah. Und eine Fernsehsendung, eine Fernsehshow, das ist immer ein Prototyp, wo man immer wieder neue Sachen entwickelt. Und dann musst du die Teams möglichst gut zusammenstellen. Yeah. Coach, Motivator, Ideengeber. Aber was ich habe mehr so vom Negativen, ich habe immer Mühe gehabt damit, geführt zu werden von Menschen, die das Gefühl hatten, weil sie mein Chef sind, sagen sie auch eine kreative Autorität in diesen Unternehmen. Aber häufig sind ja die Chefs geworden, weil man sie unten nachher nicht so hat, weil die Idee nicht so gut war, sie dort einzusetzen. Ich bin ein machender, denkender und möchte gerne mit Leuten zusammenarbeiten, die mich auch inspirieren und bessere Ideen haben. Yeah. Ich habe nicht Angst um meinen Job, wenn einer besser ist. Also hörst ja, ich weiß nicht einmal, wie fest es in der Schweiz so ist, aber von ausländischen Fernsehstationen hörst du immer wieder, keine Ahnung, vor allem eben im Unterhaltungsbereich, die einen machen die Sendung und nachher gibt es dann so Notes, so kleine Rückmeldungen, das sollte man lieber nehmen und das machen wir nicht und das machen wir nicht und so. Und das ist dann eben oft von Menschen, die eigentlich null in diesem Bereich so tätig sind. Ja. Ich wie beides. Ich meine, es gibt auch wirklich Talente, die das Gespür haben für beides. Ich glaube, wir sind jetzt ein Team, wo mit den Mitarbeitenden plus mit den Menschen, die verantwortlich sind jetzt bei CH Media, wenn es um nationales Fernsehen geht, wo sich so gut ergänzen und auch aufeinander hören, was der für eine Idee hat. Mhm. Und das, aus Prinzip gibt es nichts. Prinzipien finde ich ganz schlimm. Yeah. Das geht nicht. Aber gell, in diesen Sendungen steckt natürlich huere viel Geld. Und wenn du das nicht kannst kapitalisieren in dem Moment, wo der Zuschauer das schaut und es einfach floppt. Und Fernsehen ist ja in erster Linie ein Flop-Business. Yeah. Wenn man wüsste, was, würden wir ja nur erfolgreiche Formate machen. Und dann ist die Verantwortung, die du halt hast, wie viel das du jetzt da ins Sand setzt, an Geld, ist halt dann schon sehr gross. Yeah. Und darum muss man das einfach möglichst das Risiko minimieren und bitzeln dran. Und ich habe gelernt jetzt sehr präzise und sehr kleinlich auch in Details zu gehen für Produktionen. Zum Beispiel? Also das ist beim Schnitt. Also es fällt bei der Produktion an. Wie stellen wir das auf? Wie können wir es möglichst optimiert preislich herstellen? Yeah. Das ist schon mal das. Schön formuliert. Ja. Braucht es irgendwie das auch noch? Oder ist es nur nice to have? Oder, so. Schwierig, ein Beispiel zu nennen. Aber. Und nachher, Dramaturgie von Sendung, ein Format. Was für ein Format machen wir? Was verlangt der Markt? Kann man es finanzieren? Und nachher bis zum Schnitt in der Abnahme. Gehen wir da noch Schnitt an zwei Frame raus? Ist die Aussage
braucht es die oder macht es den Film langsamer, die 3 Sekunden. Yeah. Das ist, ich finde das lässig, das ist Doktorarbeit, aber cool. Ja, und das, also das tönt so nach richtiger Filmarbeit eigentlich. Ja. Also wie wenn der Spielfilm schneidest, produzierst. Ich habe noch nie einen Spielfilm gemacht oder produziert, aber ich kann mir vorstellen, dass es dort ähnlich ist. Ja. Dort hat man einfach noch ein bisschen mehr Zeit, glaube ich. Ja. Oder auch nicht mehr? Nein, eigentlich nicht, weil du hast ja eigentlich auch nie einen Sturz. Ja. Also du hast ja eigentlich nie unlimitiert Zeit, du hast nie unlimitiert Geld. Und ich glaube, das ist ja gut so, weil sonst würde ich nie etwas fertig werden. Spielst du eigentlich noch? Weißt du, also Film oder Theater, ganz im Nein, aber ich bin noch im Kontakt mit 2 Trainerleuten. So. Ja. Und durch das kriege ich halt das eine oder andere mal mit. Aber schon nur mit Kollegen Chakun Kaduf, wo ich durfte mitspielen, wo er einen Spielfilm gemacht hat. Ja. Er aber eben auch ein Kollege ist, das heisst, ich auch sonst bei diesem Prozess können dabei sein. Also ich habe irgendwie mal einen Rohschnitt gesehen und bin mal ins Studio, wo sie dann irgendwie mal die ersten paar Takt Musik drunter gelegt haben. Also weißt du so, dann kriegst du schon ein bisschen mehr mit. Weil ich weiss noch, wie ich den Rohschnitt gesehen habe und gedacht habe, das wird der schlechteste Film aller Zeiten. Weil einfach, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Also ich dachte, Scheiße. Ja. Und dann siehst du den nächsten Schnitt und merkst, aha, eben, es ist wirklich genau, die paar Frames vorher und nachher, das geht irgendwie... Es gibt auf einmal ein Gefühl von Timing und ein bisschen Tightness. Und aber kannst du dir, wenn du ein Buch liest, ein Drehbuch oder einen Theatertext, kannst du dir das schon szenisch vorstellen? Also weißt, passiert etwas in deinem Kopf, dass du im Film zum Beispiel schon die Einstellungen siehst vor deinem, nicht geistlichen, aber geistigen Auge? Jein. Es kommt auch wirklich darauf an, wie das Drehbuch geschrieben ist. Also es gibt 3 Bücher, die sind hauptsächlich Dialog, Szene, 2 sitzen am Tisch und schwätzen. Mhm. Und dann gibt es Sachen, die sind dann wirklich sehr schwer vorstellbar, weil einfach es schon so viel bildliche Schnitt beinhaltet, wo irgendwie einfach, es wird dann etwas beschrieben und du bist dann schon so, wenn du es in einem Roman würdest lesen, dann kannst du dir irgendwie vorstellen und bei einem Film probierst du dir dann schon zu vorstellen, oh, aber wie machen sie das denn? Ja. Ich finde das eben, das ist noch wesentlich, das war mal eine Erkenntnis gewesen, ich, auch beim Fernsehen, noch schon früher, dass ich gemerkt habe, ich ist für mich schön und es ist eine Gabe und da bin ich irgendwie auch froh, dass ich das habe, dass ich die Bilder schon im Kopf haben. Mhm. Also ich sehe das schon geschnitten. Ich sehe schon ein Close, ich sehe schon halbtotal, ich sehe schon und kann irgendwo beurteilen, hat das ein Potenzial oder hat das einen Drive? Yeah. Und es gibt ganz viele Menschen, das ist wahrscheinlich die Mehrheit, die können es erst am Schnittplatz dann entscheiden. Mhm. Und darum wird auch so viel Scheissdreck gedreht, obwohl man es gar nicht müsste. Yeah. Weil man es noch gar nicht kann beurteilen, ob man es braucht oder nicht. Mhm. Und das finde ich noch spannend, auch in einer Gruppe, wenn es um Konzept geht von Sendungen, ist es extrem hilfreich, mit Leuten zusammen das zu entscheiden, die auch sich so Sachen können vorstellen können. Mhm. Und nicht einfach nur schwarz auf weiß einen Text haben, sondern dass irgendwie schon im Kopf sich virtuell schon eine Geschichte entsteht, wo sich bewegt. Ist es aber so, dass bei dir im Vorfeld du dir das schon kannst vorstellen oder während es passiert? Nein, im Vorfeld. Im Vorfeld. Mhm. Das ist noch krass, weil da komme ich natürlich von einer anderen Seite, wo ich noch, sagen wir mal, Fernsehen gemacht habe. Das ist zum Teil so gesehen, keine Ahnung, was nennen wir? Ich bin mal an Dextasia. Das ist ein dummes Beispiel, aber es ist einfach so. Ich bin an Dextasia für die Late-Night-Show, die ich damals gemacht habe. So, und dort ist wirklich nicht viel Konzept rum. Das heisst, ja, wir machen sicher 2-3 Shots so und wir probieren mal mit ein paar Leuten zu schwätzen. Und danach bin ich irgendwann auf so einer dummen Schaukel mit so einem Business-Typ, der wirklich super Business ist, weißt, mit dem Anzug und dem Brüllen und so. Und ich dann halt so völlig dumm frage, ja, kann man da irgendwie anders drauf sitzen? Und danach hat er das so richtig businessmäßig erklärt. Ja, zum Beispiel in der Doggy-Style und was weiß ich. Und dort habe ich in dem Moment... Warst du in Österreich gewesen? Ja. Und dort habe ich dann schon in meinem Kopf gewusst, ich weiss genau, wie wir das schneiden. Aha. Und zwar, dass
genau nachdem er das sagt, alles, was dazwischen passiert, wo ich ihn dann frage, aha, ja, und wie geht das denn, lalala, ist dann Schnitt gesehen, wie wir schon in dieser Position sind. So, aber das ist in dem Moment entstanden. Ja. Mhm. Aber ich hätte nie können, mit einer Idee dort an, ich probiere dann bei einem, Ach gut, aber das hast du ja nicht, ja klar, aber dort weisst du ja noch nicht konkret, was für einen Inhalt das da ist. Aber genau. Wenn man dir gesagt hätte, schau, Folgendes, da hock, ich habe jetzt schon die Bilder im Kopf. Ich sehe jetzt das, was du mir beschrieben hast, sehe ich. Yeah. Ich habe die gleiche Schaukel. Und nach dem Film habe ich die bestellt. Ja, bin ein Österreichischer rausgefahren dort. Dornbirn. Dornbirn. Gibt's, oder? Ja, das habe ich mal gespielt. Nie gesehen. Wirklich? Ja. Österreich. Ja, herrlich. Ich glaube, das erspart vieles. Aber du musst auch realisieren, eben, wenn du das jemandem erklärst, es ist manchmal Hopfen und Malz verloren, weil die Person sich das nicht vorstellen können. Und es ist von Vorteil, das haben wir bei uns im Team, dass wir einfach auf den gemeinsamen Nenner kommen, schon beim Diskutieren. Mhm. Das ist so cool. Du musst nicht lange schnurren. Yeah. Und, es geht am Schluss immer darum, zusammen das bestmögliche Produkt zu machen. Es geht um keine Eitelkeiten, es geht um niemanden übervorteilen oder dass der andere mehr Vorteile hat, sondern es geht einfach darum zu sagen, hey geil, komm, machen wir. Mhm. Gibt's nicht. Und wir probieren bis dorthin zu kommen, wo man muss entscheiden, okay, können wir es machen, finanzieren, produzieren, sehen wir ein Potenzial im Publikum oder nein, wir können es nicht. Und dann ist es aber ausdiskutiert und dann musst du nicht mehr zurückkommen. Und das gibt so ein befreiendes, erfüllendes Gefühl, dass ich selber verantwortlich bin für Erfolg oder nicht. Mhm. Oder Glück. Ja. Das ist so ein bisschen neu. Ja, weil du kannst dann wirklich einen Haken drunter setzen. Ja. Ja. Und entweder macht oder nicht. Genau. Es ist mit viel Arbeit, mit viel Fluchen und mit schlaflosen Nächten, was auch immer, verbunden. Mhm. Logisch. Mhm. Weil du forderst dich nachher raus, aber das treibt uns ja an. Sonst wären wir, glaube ich, im falschen Beruf. Was mich am Job Moderation zum Teil gestört hat, weil ich das jetzt per Definition wirklich nicht mache, ist, dass dann eben zum Teil dir schon wie ein Skript gegeben worden ist, wo du als Moderator einfach noch die einzelnen kleinen Teile musst erfüllen. Mhm. So. Und das ist ja, so wie sich das ganze Business gewandelt hat, ist das ja fernab von dem, wo ich noch ein bisschen und du auch aufgewachsen bist damit, wo... Ist es wirklich so mittlerweile? Ja, natürlich. Also ich habe eine Sendung mal gemacht und das hat mich richtig gestresst, wo wirklich einfach, es ist alles schon klar gewesen. Mit jedem, obwohl es Reality sozusagen, ich als Moderator probiere etwas aus und so, ist eigentlich alles schon klar definiert gewesen. Ja, und danach haben wir diese Szene und dort machst du dann das und danach haben wir dort das und so. Und dann fühlst du dich halt so ein bisschen wie eine Marionette in dem Moment. Mhm. Und sagst, das ist aber ja schon nicht das, was ich mal ursprünglich wollte. Mhm. Und eben ich sehe irgendwie als Kind einen Gottschalk, weil du vorher wetten das gesagt hast. Und oder die Vater natürlich noch. Oder das noch, ja. Aber bei meinem Vater ist es schon in diesem Wandel langsam gesehen. Mhm. Er ist eigentlich schon, wie er selbst sagt, sie sind schon ein bisschen wie ein entfernter Planet gewesen in dem Konstrukt vom Schweizer Fernsehen, weil sie wirklich selber eine Sendung gemacht haben. Ja. So, wo im Fernsehen gekommen ist. Und schon dort hat es dann langsam von Anpassungen gegeben und mittlerweile... Also bei euch ist es wahrscheinlich eben ein Team und die entscheiden dann zusammen, aber du kennst ja selber das Konstrukt ja, SRF. Aber ich hatte das, mich hat das nie gestresst. Yeah. Also ich glaube, es braucht auch Geduld bei allem, immer noch. Die Welt ist zwar digital und kannst swipen, aber der Mensch ist immer noch analog. Genau. Und ein Team, eine Entwicklung braucht immer noch Zeit. Yeah. Und es braucht zum Teil auch so eine Übereinkunft miteinander, dass der eine einfach Vertrauen auch überkommt in das, was du behauptest. Mhm. Weil es gibt auch genug Menschen, die behaupten einfach einmal und können es nicht. Mhm. Und da gibt es Leute, die sind frustriert, weil sie immer mit solchen Menschen zusammengearbeitet haben. Und wie sollen denn die unterscheiden, dass jetzt einer kommt und behauptet und dann geht es wirklich. Yeah. Es braucht Zeit, es braucht Vertrauen. Ich habe nie bei meinen Jobs von Anfang an reüssiert. Mhm. Nie.
ob im, früher beim Privatradio, ob bei TRS3, bei SRF3, ob im Fernsehen. Das hat bei mir immer Zeit gebraucht. Ich bin nie einer gewesen, der gekommen ist und gesagt hat, hey, voilà, und alle zusammen, wow. So, ich bin immer, immer so ein bisschen langsam am Köcheln gewesen. Aber es ist, in der Nachbetrachtung ist es der bessere Weg gewesen. Es geht zwar länger, aber es ist nachher, es ist beständiger, glaube ich. Das auf einer Vertrauensbasis. Und ich behaupte, das geht immer noch. Ich habe auch nie, Vorabend auf TRS3, SRF3 nachher, ist das Ende gewesen, wo man die Anfänger drin hat oder die Teilzeit ein bisschen haben wollen, senden. Und das war bei mir irgendwann mal der Fall gewesen. Ich habe mich selbstständig gemacht und habe nachher noch ein bisschen wieder beim 3 angefangen. Und habe aber das Gefühl gehabt, hey, wieso machen wir aus dieser Vorabendsendung nicht eine richtige Sendung, eine richtige Show? Weil die Leute auch wieder im Auto sind. Und habe einfach, es hat nicht mehr gekostet, sondern ich habe einfach ein bisschen mehr Energie rein investiert. Yeah. In das. Und plötzlich ist das eine Sendung geworden, wo alle sich auch darum gerissen haben, dass man die könnte selber moderieren. Und das ist, ich habe das immer gerne gehabt, so nationale KB-Mannschaften irgendwie versucht, ein bisschen aufzuwerten, auszuprobieren. Das einfacher, als genau. den Schweizer Meister zu übernehmen. Definitiv. Und ich glaube, das ist ja auch die geilste Position. Das merke ich auch in der Comedy immer. Ich finde es nie gut, wenn auf einem Line-up ich der Bekannteste bin. Sicher? Weil am liebsten, darum trete ich so gerne in Deutschland auf. Quatsch Comedy Club, wo jetzt einfach kein Schwein weiss, wer ich bin. Ja. Und meistens hast du noch irgendeinen bekannten Namen oder so. Weil dann kannst du besser reüssieren, sozusagen. Du hast auch mehr ein Gefühl von, ich habe etwas erreicht. Als wenn einfach irgendwie... Hast du das nicht... Ich könnte das nicht. Ich würde mir das nicht zutrauen. Ich hätte dermassen Minderwertigkeitskomplex. Wahrscheinlich unbegründet. Du musst es auch nicht haben. Aber der erste Auftritt im Quatsch Comedy Club, wie war der gewesen? Gut, ist natürlich speziell beim Quatsch Comedy Club, weil zuerst machst du einen Talentwettbewerb Du bist schon sie machen schon das Gütesiegel. Quasi. Sie machen es recht gut, weil es wirklich es gibt klare Stufen, die du kannst erreichen. Aber der erste ist dann gleich speziell gewesen, weil der erste für mich ist dann effektiv gerade Fernsehaufzeichnung gewesen. Und es geht irgendwie, weil auch dort ist wie deine Rolle klar. Es ist so, natürlich bin ich nicht der Ingo Appelt und Ilka Bessin und der Kristall und wer alles in dieser Sendung war, sondern ich bin der Newcomer. Aber auch dort kann man eher reüssieren, weil eben die Erwartungshaltung ist nicht so gross. Also es ist schlimmer, wenn du der Kristall bist und du musst neue 5 Minuten präsentieren, die hoffentlich auch funktionieren. Weil der Name hebt ja Zeit und nachher muss dann auch wirklich etwas kommen. So. Aber klatscht es jetzt sowieso? Eben, aber nicht die lang. Die und Ja, aber eben nicht lang. Also kannst mal Comedian, ich glaube auf Netflix, Jerry Seinfeld Doku, wo er neues Material erarbeitet. Ich meine, die rasten komplett aus, wenn er irgendjemand auftaucht, aber nach 5 Minuten ist oft still. Und wenn sie Zeugs nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und dann ist es egal, dass der Jerry Seinfeld ist. Und das finde ich auch schön. Das holt immer wieder zurück. Comedy holt immer wieder zurück an den Boden von der Tatsache. Bleibst du, wenn sie nicht lachen, bleibst du bei deinem Text oder fängst du an von improvisieren und wirst nervös? Das ist im Normalfall ist das die Stufe von ich bin eher am Improvisieren. Also weißt du, dann lachen sie nicht. Wenn ich Sachen erarbeite, dann lachen sie nicht, weil ich bin noch im Gedanken irgendwie die Idee muss probieren und dann probiere ich mal ein bisschen. Und Der Druck, das ist eigentlich gut, wenn sie nicht lachen, dann gibt es so eine Art Druck, so einen Performance-Druck. Dann fühlst du dich wie mit dem Rücken zur Wand. Dann entsteht zum Teil das geilste Zeugs, weil du einfach so merkst, shit, sie lachen nicht, jetzt muss ich irgendetwas, du musst wie etwas aus dem Hut zaubern. So. Und das sind dann zum Teil geile Nummern nachher. Wenn ich mein Programm spiele und sie lachen mal nicht, dann spiele ich weiter. Also dann gibt es erst recht keinen Grund. Ja, das ist das Publikum die Schuld, oder? Weil die gestern haben nämlich gelacht dort. Ja, da kannst du nicht unbedingt Publikum die Schuld geben, in gewissen Umständen. Und vielleicht bist auch du nicht ganz auf den Punkt und nicht ganz so eingestimmt aufs Publikum. Also man kann den Fehler immer bei sich zuerst finden. Aber es gibt dann sicher keinen Grund, vom Text oder grundsätzlich vom Programm abzuweichen. Weil dann wird es richtig schlimm. Weil wenn du zeigst, ich habe keine Ahnung, was ich da mache,
dann wird es schlimm. So, eigentlich musst du dann mit einer, zum Teil, vor allem früher noch gespielten, selbst mit einem gespielten Selbstbewusstsein musst du drüber. Oder? Aber ich meine, warum erzähle ich dir das? Du bist ja mit einem Programm auf Tour gesehen. Ja, aber ich habe nie behauptet, ich sei lustig. Ich habe nie gesagt, ich mache Comedy. Yeah. Ich finde es, oder ich habe für mich den Weg gewählt, dass ich gesagt habe, ich mache ernsthafte Sachen, in allem, mhm. aber bin ab und zu einmal unterhaltend oder lustig. Yeah. Dann kommt es unerwartet. Ja, das ist ja die grösste Fallhöhe, ist ein Gag in der Tagesschau, wo man es überhaupt nicht erwartet. Der, der kann ganz schlecht sein, aber alle sagen, yeah. oder Herr Inhauser hat ein Scherzchen gemacht, ist das gut. Yeah. Aber du musst immer. Ja, ja, ich bin schon auch auf der Bühne gewesen, aber das ist so ein bisschen voraussehbar gewesen, dass es ein gewisses Interesse weckt beim Publikum und das hat es auch. Es ist ja auch nicht so gewesen, dass ich Abig für Abig gespielt habe, sondern es sind, glaube ich, insgesamt in 2 Jahren 40 Shows gewesen. Mhm. Also das war überschaubar gewesen. Yeah. Aber es hat funktioniert und das war für mich auch so etwas gewesen, Haken. Mhm. Einfach einmal gemacht haben. Yeah. Zum Wissen, ob ich für das auch gemacht wäre, weil ich habe das schon gerne, ich habe gerne Publikum. Aber ich hätte mich gescheucht davon, ein Comedy-Programm zu machen. Ja. Yeah. Ich glaube auch dort, das merke ich oft im Austausch mit Kolleginnen, Kollegen mit Comedy, Zuschauer erwarten nicht per se, dass alles lustig ist. Es wird erst schwierig, wenn du ihnen das Gefühl gibst, das müsste jetzt lustig sein und es ist das, genau. Dort kommt eigentlich die Schwierigkeit. Ich lache nicht. Aber du kannst ohne Probleme in einem Comedy-Programm 5 Minuten ohne Lachen ernsthafte Sachen erzählen. Solange es dich nicht stresst. Ja. Weißt du, wer das sehr gut macht? Ich finde Dieter Nuhr. Ja. Auch jetzt in dieser Pandemie. Ja. Hat er ein Programm gemacht, wo du einfach so denkst, boah, bist du geiler Sieg. So super. Und dann kannst du auch wieder richtig herzhaft lachen. Ja. Aber es hat eine gewisse, gewisse Tiefe. Aber das ist mehr Kabarett natürlich schon. Ja. Beim Nur hat mich mit der Zeit ein bisschen auch verstressen, dass wirklich alles immer gleich betont. Ja. Jeder Satz immer gleich betont. Yeah. So, das hat mich mit der Zeit auch verstressen. Yeah. Mir hat zum Beispiel ganz am Anfang von der Pandemie, habe ich super gerne nur geschaut. Ja. Ganz am Anfang, weil das hat so für mich gewünschte eben noch Unterhaltung gegeben. Weil alles ist am Zusammenbrechen gewesen und die Welt geht unter und es ist auch sehr viel Scheiße gewesen. Und dort habe ich aber wieder gemerkt, wie wichtig Comedy und Satire kann sein. Und auch wenn sie dann kein Publikum mehr hatten und einfach, es hat jemanden gegeben, der mit einem schwätzt, weißt? Und irgendwie der Johann König hat eine Sensationsnummer gehabt, wo er auf den Tagebucheintrag vorträgt. Ein Tag bei sich, jetzt in der Pandemie. Oh, okay. Ja. Also ich habe es so geil gefunden. König, Was das schickt er noch, da musst du schauen. Ja, das ist so geil, das ist sein Tagebucheintrag. Schickt mir es auf Telegram. was ich spannend finde, so bei so Personalien wie Nur etc., ist ich bin zum Teil nicht gleicher Meinung. Und ich habe das Gefühl, heutzutage muss man bei so Sachen, wird so fast erwartet, dass man, nur wenn man die Meinung absolut teilt, kann man jemanden toll finden auf dem Beruf. Aha, ja, und sonst kommt die Empörung. Genau, und das finde ich irgendwie noch schade. Weil, das ist digitales Denken, genau. das ist Tinder, genau, Meinungstinder. Ja, ja. 1-0, 1-0. Weil ich bin nicht immer seiner Meinung und finde zum Teil ein bisschen krude Ansichten, aber trotzdem finde ich ihn gut. Klar. Also, weißt, und das geht zum Teil ein bisschen verloren, heutzutage, finde ich. Ja, gebe ich dir recht. Aber das ist bei allem so, ja. Also das ist wirklich das Tindern. Ja. Yeah. Swipen, links, rechts. Ja, ja. Teams wählen. Ich sage immer Teams wählen. Du wählst Team A oder ja, Team ja, B. Genau. Ja, genau. Ja. Ja, es ist halt einfach auch einfacher. Pro, Contra. Ja. Yeah. Republikaner, Demokraten. Genau. Wir sind halt immer ein bisschen vielfältiger gewesen schon. Ja. Yeah. In der Denkweise. So ja. Ein bisschen zwischentöniger auch. Aber ich habe schon das Gefühl, es geht auch bei uns zum Teil ein bisschen verloren. Mhm. Also es wird zum Teil ja auch ein bisschen auf das aufgebaut, dass dann halt irgendwie, keine Ahnung, auch in einer Diskussion wird extrem 1 gegen extrem 2 aufeinander gesetzt. Ja, ich finde halt eben alles, all die Themen, die woken Themen zum Beispiel, da habe ich unglaublich Mühe damit. Ja. Yeah.
so das, das Dozierende. Früher hast du die Streber blöd gefunden. In der Schule. Das waren nicht die Coolen. Yeah. Heute sind das die, die die Welt regieren und mir auf LinkedIn sagen, was gut ist und was nicht. Yeah. So die LinkedIn-Philosophen. Wow, grau auf. Bist du auf LinkedIn? Ja. Yeah. Ich finde das ein lässiges, spannendes Netzwerk. Wirklich. Ich habe viele Leute auch schon durch das irgendwie Kontakt bekommen. Mhm. Auch beruflich oder mich können verbinden. Es ist wie, früher hast du Rolodex gehabt mit der Visitenkarte, heute hast du LinkedIn. Aber ich lese so Sachen und es inspiriert ja auch. Mhm. Und dann merkst du also Tendenzen, die ganzen Gender-Themen. Yeah. Aber wenn es so ins Extreme geht, irgendwo, das ist die Sicherheitskonferenz von letzte Woche, damals, sind alles alte Männer mit grauen Haaren dort gekommen. Yeah. Und dann hat es dort irgendwie ein Foto und das darf nicht sein und das, was sind das? Und dann habe ich gefunden, jetzt fangen an, die Menschen beleidigen, die haben das nicht verdient, dass die Männer dort sitzen. Klar sind das alles ältere Herren, yeah, aus den Regierungen, die die Sicherheitskonferenz in München hatten, zum Lunch. Und ich habe das gelesen und gemerkt, was macht das mit mir, wenn ich die Kommentare lese, finde ich, das ist nicht fair. Dort habe ich versuche ich dann ein bisschen Gegensteuer zu geben in solchen Sachen. Ich kenne den Impuls, weil irgendwie kommt dort auch für mich so eine Gerechtigkeitssinn. Mhm. Ob der jetzt richtig ist oder nicht, aber der Impuls ist dann immer so ein bisschen die Angegriffenen in Schutz zu nehmen. Ja. Das ist so automatisch, aber zum Teil frage ich dann mich gar nicht, was denke ich wirklich dabei. So. Ja. Und ich finde es immer einfach, wenn man einfach, zu einfach, wenn man einfach nur das Problem anspricht, aber nicht effektive Lösungsansätze dazu präsentiert. Ja, weil abhangen ist super einfach, oder? Genau. Und das ist so schnell gemacht. Ja. Und Ich verstand auch dort den Impuls, etwas anzuprangern, in der Hoffnung, dass das dann etwas verändert. Aber ich habe oft das Gefühl, dass wenn man es wirklich anprangert, dass es dann nichts verändert. Ich bin eben sehr gern für einen offenen Diskurs. Völlig. Für absolut. Ein Gespräch, wo andere Meinungen ja auch willkommen sind. Ja. Ich weil vielleicht ist das der Impuls, weil für uns das schon so selbstverständlich ist und es wie nicht braucht. Ja. Und ich glaube, das ist wie Greta. Thunberg, hat ja bei ganz vielen Menschen einen Impuls oder etwas ausgelöst, dass sie sich überhaupt einmal Gedanken machen. Yeah. Ja, das ist wie, wenn du das Ruder von einem riesen Hochseedampfer dermassen musst umreissen und reingehen, yeah, dass sich der Kurs ein bisschen, nur ein bisschen verändert, wo hingegen bei uns vielleicht schon viel weniger Steuer umreissen nötig wäre, für dass wir den Kurs anpassen könnten. Ja. Verstehst du mich? Absolut. Für die grosse Mehrheit braucht es wahrscheinlich einfach die Impuls. Also bei der Greta habe ich lustig gefunden, dass die sich am meisten aufgeregt haben in der Schweiz, sind die irgendwie in Zürich mit dem fetten SUV rumfahren. Wo sie sagt, es hat schon irgendwie ein bisschen. Lassen Sie doch, das ist doch super. Ihr seid nur neidisch, sind ihr selber nicht auf die Idee gekommen, als 16-Jährige so aufzutreten. Ja, also mit dem hat es auch zu tun. Also, yeah. Shit, jetzt bin ich 50 und habe immer noch nichts gemacht im Leben. Das verstand ich auch. Ich frage mich dann zum Teil, weil ich bin also, wie du sagst, für mich ist vieles von dem, wo zum Teil eben abhängt wird, ist wie schon selbstverständlich, wenn ich sage, natürlich, ich sehe das nicht einmal so. Und ich frage mich dann aber, ob das genug ist. Ja, das ist wie im Radio, wenn der 8 Wochen lang eine Nummer gespielt hast und sie dir zum Hals raushängt, den Song, und das Publikum nimmt ihn erst jetzt langsam wahr. Genau. Und darum musst du noch 2 Jahre in der gleichen Rotation weiterspielen. Genau. Ja, das ist genau das. Hey, I feel good. Ja. Ja, wir sind jetzt, schau mal, 58 Minuten. Wie ist dein Zeitmanagement? Ah, das ist, jetzt sehe ich wieder, dass ich nichts in den Haaren habe. Tut mir leid. Ich gehe wirklich erst morgen zum Coiffeur. Ist okay, ich habe das Gefühl, bei dir werden viele auch losen. Ist das ein Kompliment, junger Mann? Natürlich, wegen der sonoren Stimme. Ja, ich bin ein bisschen verschnupft, aber ich bin übrigens getestet. Ist alles sauber. Yes. Wegen der Zeit? Ja. Ja, ich habe noch nichts zu Mittag gehabt. Wirklich? Mm-mm. Ja, ich muss nachher noch schnell
Nicht, dass du vom Stängeli gehst. Ist Migi über ein Sandwich holen. Okay, aber lass uns noch ganz kurz über eben die jetzigen Job reden, weil es nimmt mich schon Wunder. Sendungen, wo du jetzt... Watch wirklich? Nimmst sie wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Okay. Weil ich finde es spannend, dass man so einen Wechsel macht. Hm. Und vor allem, es sind mehrere Faktoren, die für mich irgendwie spannend sind. Das eine ist, die Schweiz und was halt ja seit Jahrzehnten immer gesagt wird, die Monopolstellung sozusagen, wo eine Schweizer Radio und Fernsehen hat und die Privaten, die halt im Gegensatz zu anderen Ländern der Markt einfach nicht so groß ist. Wie du sagst, es muss ja geschaut werden, funktioniert es auch auf einer finanziellen Ebene. Und ich denke dann immer, schon nur die Nachbarn, Deutschland, Frankreich, sogar noch Italien, wo halt ein bisschen anders privat regiert wird, sagen wir jetzt mal. Dort ist der Business Case schon sicher besser. Weil einfach, du hast mehr Leute, die du potenziell kannst erreichen kannst, als bei uns, cool. Deutschschweiz. Genau. Wo 4,5 Millionen. Ja, 4,5. Ich glaube so, 5. Ja, irgend sowas. Mhm. Schon sehr wenig. Ja. Und du hast staatliche Fernsehen und mit denen passiert eigentlich auch alles. Und du bist ja lange ein Teil von dem gesehen. Und gleich sollte es in irgendeiner Art und Weise eine Wettbewerbsfähigkeit geben, auch Platz für Sendungen, die nicht Servicepublik erfüllen. Um es mal so zu sagen. Und da zähle ich zum Beispiel auch Comedy dazu und so Sachen. Das finde ich einerseits einen spannenden Punkt und andererseits finde ich einen spannenden Punkt. Du beschäftigst dich jetzt wahrscheinlich auch mit Sachen, die du vorher nicht unbedingt, ich weiß nicht, wie viel du gewisse Sendungen geschaut hast. Nein, so meinst du. Aber auch schon nur die Arbeit hinter der Kamera. Ja, das ist es. Also, schlussendlich geht es ja nicht darum, was ich im Fernsehen selber schaue. Oder mit was, dass ich mich vergnüge, wenn ich Entertainment brauche. Yeah. Sondern es geht um die Herstellung. Und auch das, was ich immer aus einer unglaublich privilegierten Warte als Moderator kritisiert habe. Hey, macht doch das so, hey, wieso, oder? Ich habe es ein bisschen freundlicher gesagt. Und ich war dort nicht das Arschloch gewesen. Aber dann habe ich gefunden, wenn du etwas verändern willst, dann musst du halt den Finger rausnehmen und dich in das kalte Wasser begeben, dort reingumpen. Mhm. Und ist mit Entbehrungen verbunden und mit Aufwand und mit viel Investment von mir als Mensch und auch mit wahrscheinlich auch Abschreibungen verbunden. Das habe ich einfach aus dieser recht starken Position, so aus dieser Ruhe raus, die ich hatte. Nach all diesen Jahren habe ich das mit sehr viel Überzeugung können machen. Es ist ein rein eigentlich ein egoistischer Entscheid gewesen und nicht, weil mir etwas verwehrt worden wäre von aussen. Mhm. Es hat andere gegeben, die das Unternehmen auch verlassen haben. Für die kann ich nicht reden, aber ich habe die Chance gehabt. Ich habe wie gespürt, dass da bei CH Media der Bär tanzt und dass man da willig ist und zwar mit sehr viel Überlegung hinten dran und nicht Blauäugigkeit Fernsehunterhaltung oder audiovisuelle Unterhaltung zu machen. Und wir machen das ja nicht mehr nur auf dem linearen Fernsehen, wo man weiss, dass das durch immer mehr konkurriert wird durch andere Medien und Plattformen, sondern yeah. Wir haben aus dem Grund auch die Streaming-Plattform gegründet. Oder? Ich bin gekommen und arbeite jetzt in einem Unternehmen, das innerhalb von 2 Jahren Senderfamilie gekauft hat, die ganzen 3+. Gruppe, die ganze 3+-Gruppe, plus x Format neu lanciert hat, plus eine Streaming-Plattform gemacht hat. Und das ist, was willst du noch mehr? Oder? Mhm. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin absolut am richtigen Ort, wenn ich in dieser Welt innen etwas will machen. Und zwar, das Einzige, was zählt, ist, schaut das Publikum oder nicht. Mhm. Und nicht, haben wir noch politische Gründe, müssen wir es denen noch recht machen? Passt das überhaupt zu uns? Yeah, yeah. Das ist bei einem Öffentlich-Rechtlichen halt ein ganz anderes Spannungsfeld. Yeah. Aber da war nichts Frustration rum, für das ich jetzt am neuen Ort etwas hätte wollen machen. Das glaube ich ja nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es viel mehr ein Gefühl von
Selbstverwirklichung auch, gibt. Ja, aber gleich auch auf gewisse Sachen und Privilegien auch verzichten. Mhm. Aber es ist eine Selbstverwirklichung, es ist auch ein Geißeln. Es hat ein bisschen etwas Masochistisches, das ist mir nicht so bewusst gewesen. Es ist einfach ein anderer Job. Yeah. Ja. Das ist nicht mehr so Ferien. Nein, eben, ich habe jetzt einen Laptop. Gut, letzte Frage, dann kannst du gleich zum Mittag essen. Ja? Ja, weißt du sie? Nein. Ah. Oh. Ist es immer die gleiche? Ja. Oh, Entschuldigung. Siehst du jetzt? Nein, wer bist du? Oh, nein, das ist die erste. Nein, was machst du, um dich gut zu fühlen? Musik. Wirklich? Ja. Musik. Machen? Musik hören? Ja, Flöte spielen. Ja. Ich spiele wieder viel mehr Flöte. Und haben wir ein Piccolo gekauft. Wirklich, aber nicht für die Fasnacht. Ja, aber dann komm doch mal. Dann gehen wir da zwei, drei Marsch und dann kommst du Musik mal hören, Musik machen, in meiner Familie daheim sein, das ist Wohlfühl. Also das ist wirklich, ich gehe so, es ist so ein Gummiband, das mich immer wieder zurückzieht. Und wenn ich daheim bin, mache ich so, jetzt ist alles weg, jetzt kann niemand reinkommen. Jetzt kann scheiss Mail, scheiss WhatsApp, scheiss Telefon, vorbei. Ja. Yeah. Was los ist gerade, wo so richtig reinhaut? Miles Davis kann ich auf und runter hören, immer wieder. Ja. Verstande. Verstande. Muss ich aber alleine machen, weil meine Frau hasst es. das ist dann wirklich so die eigene Insel, oder? Ja. Sehr gut. Kommst du wieder mal vorbei, hoffentlich? Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Weiterhin alles Gute, alles Liebe. Ich kann viel über dich erfahren, das finde ich cool. Wirklich? Ja. Yeah. Okay. Es wird auf Schwarz gut, wo anders angeht. Vielen Dank auch. Merci. Und danke, Christoph. Bis bald. Peace. Danke, Christoph. Gern geschehen.